verdammtes Kellerfenster. Wer darüber hinaus eine Stimme klingelt wie ein Panzerrohr hat und abschiebehaft befehlt, den kriminelle Aslaks fordert. Da staunen sie was, Neuschwabenland ist kalt. Doch noch ist der Extremwert der Parabel nicht erreicht. Diese Kackgesellschaft braucht noch ein paar aggressive Lines, bis jeden 68er die Corona-Arterie reißt. Von Underground bis Rooftop, Brandenburg bis Ruhrpott, Klassenraum und Schulhof, Handelbank und Hulblock, von Hamburg bis Frankfurt zum allerletzten Kuhdorf. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Neuschwabenfunk. Und wir haben wieder einen prominenten Gast bei uns, der leider schon zuvor bei der schwarzen Fahne zu Gast war, was ich ihm auch ein bisschen übel nehme, ehrlich gesagt, nämlich Volker Zirke. Grüß dich, Volker. Grüß dich, hallo. Auch mit dabei ist natürlich Stefan, alter Schweizer Manier, ne? Jawohl, wie gewohnt. Ja, also die meisten Zuschauer werden schon wissen, warum wir Volker hergeholt haben, nämlich Volker Zirke, einer der neuen Autoren bei Jung Europa, schon länger Aktivist, auch in diesem Autorenspektrum, würde ich mal sagen, oder im Verlag selber, auch bei 1%, ist auch schon berühmt geworden, oder kürzlich jetzt bei Heimatdefender, ja, hast dich mit AutorInnen rumschlagen müssen. Ja, da bin ich auch berühmt geworden, genau. Im Livestream, genau. Also hast du den Livestream ganz gesehen? Ach Gott, nein, im Nachhinein. Solltest du auf jeden Fall tun, dann weißt du, was ich durchmachen musste. Ich habe davon gehört und habe es mir dann einfach im Nachhinein noch ein bisschen reingezogen, ja. Zum Einschlafen, ja. Grüße an Autor-Illner an dieser Stelle, wenn er zuhört, was er bestimmt tut. No front. Ja, wir sind natürlich hier, um heute über dein Buch zu reden und würden aber davor erstmal anfangen, was zu dir zu erzählen. Also Sachen, die ich von dir weiß, du warst beim Bund und hast auch was studiert, Literaturwissenschaften in die Richtung. Erzähl ein bisschen was von dir selber. Ja, du hast das Wichtigste schon erwähnt. Ich war ein paar Jahre bei der Bundeswehr als Offizieranwärter, habe danach Geschichte einmal und Literaturwissenschaften studiert und wie sich das anständigerweise gehört, ohne Abschluss das Studium abgebrochen. Ich habe beide Studiengänge abgebrochen, nicht, dass du falsch verstehst. Und ja, klar. Danach habe ich beim Verlag gearbeitet und bin dann schließlich nach Dresden gezogen, um hier mich anderen Projekten zu widmen. Also hast du, oder bist du jetzt auch immer noch im Studium drin oder nur noch am Arbeiten? Nee, ich studiere nicht mehr. Das habe ich auch nicht mehr vor. Okay. Ja. Das gibt's zu mir zu sagen, glaube ich. Jetzt sind wir schon überrumpelt von einem kurzen Lebenslauf. Ja, aber generell, sich heutzutage so irgendwie zu profilieren, dass man Bachelor oder Master in Geschichte oder sonst irgendwas hat, ist ja eh nichts wert, deswegen based, ja, dass man die abbricht. Man holt sich einfach das raus, was man wollte und daraus macht man dann was, ja. Der Geniale braucht eben nicht irgendeinen Lehrgang, gerade in solchen Themen wie Geschichte oder Literaturwissenschaft, Germanistik. Ob man da jetzt selber dazugehört, würde ich jetzt mal nicht so rausstellen wollen, aber muss natürlich, also gerade bei Literaturwissenschaften, also ich habe in Augsburg damals studiert, es ist schon halt eine harte Freakshow, muss man so sagen. Das ist ein Studiengang, in dem irgendwie 93% Frauen sind. Das sind halt solche Lisas, die mit 18 dann irgendwie vom Abitur kommen oder von einer Auslandsreise zurück und so. Mhm. Und dann halt Literaturwissenschaften studieren, weil sie eigentlich keinen Bock haben, Sozialpädagogik oder sowas zu studieren oder was in Augsburg eben groß war, Lehramt, Germanistik und so ein Blödsinn. Das, also es war schon nicht schön und da hat man auch relativ schnell gemerkt, dass da die Geister sich dann geschieden haben. Das war dann halt auch, ne, 2015 und wenn man dann halt von diesen Lisas dann auf der Hausparty in der Studentenwohnheim erklärt bekommt, dass bei Pegida alle Nazis sind, dann ja, merkst du halt recht schnell, woran du da bist. Gerade wenn man halt gerade von der Bundeswehr kommt, ne? Ja, klar. Ja, gut, das sind ja dann auch jene Instagram-Profile mit Mark Twain-Zitaten und so weiter. Also, wir haben das Bild im Kopf. Da können wir vielleicht am Ende drauf zu sprechen kommen, was dann wirklich diese schlimmsten Lisa-Literaturwissenschaften-Zitate sind, die es dann gibt. Also Mark Twain ist ja wirklich noch Weltliteratur. Und dann wird ja, weiß ich nicht, diese also wirklich übelste Schundliteratur dann im Literaturwissenschaftsstudium dann durchgekaut und auseinandergezerrt. Das ist... Ich habe es mal tatsächlich dann irgendwie 2 Jahre später mal bei Wer wird Millionär gesehen, wo so eine Literaturwissenschaftsstudentin dann auf dem Stuhl saß und eine
eine Frage über Schiller oder Goethe vorgesetzt bekommt. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Wertmillionärschauer wäre, aber ich habe es zu viel gesehen. Hast du schon geoutet? Ja. Naja, aber sie hat diese Frage nicht beantworten können, weil sie total überfordert war, weil sie im Literaturwissenschaftsstudium jeden Scheiß durchnehmen, aber halt Weltliteratur teilweise nicht. Und das ist halt ziemlich bezeichnend tatsächlich. Natürlich, ja. Abschließend würdest du sagen, dass dir das Studium was gebracht hat? Teilweise. Also Literaturtheorie weniger, aber es gibt dann halt verschiedene Ansichten, wie man eben an Literatur rantritt und interpretiert so. Und das war nicht, zumindest mal nicht ganz verkehrt. Beim Bund, anderes Thema, warst du bei den Panzergrenadieren, oder? Panzern. Panzergrenadiere sind sozusagen die Erzfeinde der Panzertruppe. Das natürlich, ja. Ja, und natürlich der Vorläufer für die mobile Infanterie, ganz klar. Ne? Also ja, klar, Anmerkung auf Starship Troopers. Genau, ja, das könnte man tendenziell so sagen. Ja. Oder halt die scheiß Marines, aber... Ja, natürlich, ja. Warst du da noch freiwillig oder aus Miliz? Wurdest du noch eingezogen? Als Miliz? Nee, ich war freiwillig. Miliz gibt's, glaube ich, leider nicht bei der Bundeswehr. Ja, schon länger nicht mehr, ja. Ja, ist gut. Switzerland, Things. Ja. Ja, wobei ich das Miliz-System aber eigentlich, glaube ich, relativ gut finde. Also in Österreich funktioniert das, glaube ich, ja auch relativ gut, kann ich mir vorstellen, auch weil die halt immer rumjammern, weil sie zu wenig Kohle haben, aber das gehört, glaube ich, dazu zum Militär. Also es war schon freiwillig. Ja, es tut auch jedem gut, also vor allem halt die ganzen Studenten und Bürotypen, wenn die mal ein bisschen durch den Dreck riechen müssen, in der Nacht Schießübungen machen und so. Ist gut für jedermann, finde ich. Ja, generell wieder mehr Manöver in unsere Gesellschaft reinbringen, ist generell eine steile Sache, ja. Mhm. Ja gut, aber wir sind ja hier nicht bei der schwarzen Fahne, sondern wir wollen ja auch über das Buch reden, ja. Am besten, wir gehen mal darauf ein, was so, sag ich mal, die Kurzbeschreibung ist auf der Jungen Europa-Seite oder auch bei Hugendubel. Also wenn ich dann Werk eingebe, Volker Enklave von Volker Zirke, kommt bei Hugendubel Beschreibung, also die Beschreibung, die auch Junge Europa rausgebracht hat, also vollkommen unzensiert. Ein junger Offizier erhält von der Obrigkeit den Auftrag, bewaffnete Dissidenten zu jagen, die sich auf einer abgelegenen Insel versteckt halten. Nach und nach kommt er dahinter, dass die Rebellengruppe um Oberst Kaiwa ein Geheimnis aufgedeckt hat und sich nun gegen das System stellt. Dieses System, die Welt in Enklave, ist kriegerisch und gefährlich. Im ewigen Kampf kann sich nur beweisen, wer den Kodex befolgt und im Krieg das große Abenteuer statt den großen Zerstörer sieht. Am Ende wartet der verheerendste aller Gegner die eigene Überwindung. Mit Enklave legt Volker Zirke sein Erstlingswerk vor und vermengt dort seine militärische Erfahrung mit Science-Fiction und jungeuropäischer Utopie. Ja, und bei Hugendubel wirst du auch noch gesagt als, wirst du auch noch bezeichnet als junger rechter Autor, und das ist ganz unverklommen, wurde es einfach übernommen, fand ich ganz interessant zu sehen. Denkst du, du wirst auch weiterhin noch dort, sag ich mal, zu erreichen sein oder auf Hugendubel erwerbbar sein, sag mal so? Das weiß ich nicht, also ich habe mich tatsächlich überhaupt nicht damit beschäftigt, dass das da irgendwo eingestellt ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das irgendein Algorithmus macht oder der Praktikant oder beides. Also nicht mehr allzu lange, wahrscheinlich. Wenn der Verfassungsschutz diese Folge hier hört, werden sie das gleich sperren lassen. Ne? Ja, Gruß geht raus an Preuß. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie es bei Marx von Recht ist, was, glaube ich, das kontroverseste Werk jetzt aus dem Verlag war, war. Könnte mir aber schon vorstellen, dass das, also so große Verlage dann da, wenn es nicht einen expliziten Shitstorm gibt, da eher ruhig bleiben. Frage ist natürlich eher, ob das Buch beim Junge Freiheit Buchdienst weiterhin erwerbbar bleiben wird. Ja, darauf hoffen wir mal, Dieter Stein stabil sein. Also glaubst du, dass Stein und die Junge Freiheit da dein Buch aus dem Sortiment nehmen würden? Nein, was? Quatsch. Also, na gut. War nur ein kleiner Seitenhieb auf Dieter Stein, der sicher auch Zuhörer ist. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja gut, ja. Dann war das so salzig, dass ich die Ironie nicht erkannt habe. Gut, weiter. Ja, spielst du wieder 5D-Schach, gell? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es diesmal auch 6D-Schach, man weiß es nicht. Man kann es nicht sagen, ja. Jo, Insider-Jungs, ne? Insider.
Nochmal auf den Text einzugehen. Also wenn ich jetzt gerade den einen Satz durchlese, im ewigen Kampf kann sich nur beweisen, wer den Kodex befolgt und dem Krieg das große Abenteuer statt den großen Zerstörer sieht. Stellt sich mir ganz klar die Frage auf, Volker, hast du Ernst Jünger gelesen oder ist es einfach nur eine Anhieb an ihn, ja? Weil das einfach so geläufig ist an neuen Rechten? Also eigentlich ist es natürlich Quatsch. Großer Kampf, große Zerstörer, großes Abenteuer ist natürlich alles dasselbe. Also ich denke es auch richtig, es war jetzt einfach gemünzt auf den Zerstörer als was Negatives, dass man halt, wie das halt in unserer Gesellschaft halt üblich ist, den Krieg immer als was Negatives darzustellen ist, was halt einfach nur daran liegt, dass wir in einem postheroischen Zeitalter leben, also dass halt die Erzählung vom Kampf nicht mehr gegeben ist und dass das eigentlich das Hauptproblem ist und man sonst einem Kampf durchaus positive Attribute zumessen kann, ja, oder anders gesagt halt, dass halt die Gesellschaft irgendwie das Gespür verloren hat für Sachen, für die es sich überhaupt noch lohnt zu kämpfen, beziehungsweise von der Couch aufzustehen. Und auf die Frage eingehend, ich glaube, Ernst Jüngers Stahlgewitter sind eines der ersten Bücher so aus dem rechten Kanon, die ich überhaupt gelesen habe. Wird wahrscheinlich bei nicht wenigen so gewesen sein. Ja, geht mir genauso, ja. Und aber insbesondere die Tagebücher von Ernst Jünger aus dem Ersten Weltkrieg, also welche tatsächlich. Ja. Mhm. Die sind 2000 irgendwas mal rausgebracht worden. Die liest überraschend, also ich glaube, die sind nicht so bekannt, nicht zum Beispiel auch nicht so bekannt wie die Tagebücher aus dem Zweiten Weltkrieg, also Strahlungen. Mhm. Aber tatsächlich sind die aus dem Ersten Weltkrieg, die ja die Grundlage für den Stahlgewitter bilden, eigentlich wirklich, wirklich, wirklich gut. Also das hat mich damals umgehauen, als ich das gelesen habe, weil es halt ein Stahlgewitter nimmt er ja so ein paar Sachen raus und in den Tagebüchern schreibt er halt drin, wenn der irgendwo sich einen Tripper eingefangen hat, weil er irgendeine Franzosenalte gebumst hat oder sich mit den Vorgesetzten angelegt hat, weil er besoffen Scheiße gebaut hat oder so. Oder einfach so typischen Lanzer-Schwachsinn, dass die halt irgendwie dann mit Handgranaten im französischen Dorfteich Fische fischen gehen und sowas. Das ist schon ziemlich lustig. Mhm. Nochmal klar zu gehen, wir reden ja schon über diese 4 Tagebücher, sind es, glaube ich, insgesamt. Ich kenne jetzt hier Wäldchen 125 und Krieg als inneres Erlebnis. Und die anderen beiden. Das sind ja keine Tagebücher, das sind ja praktisch die Bücher, die er aus diesen Tagebüchern entwickelt hat. Aber er hatte während seines Fronteinsatzes im Ersten Weltkrieg immer so Tagebücher dabei, also einfach unbeschriebene Bücher und hat die vollgeschrieben. Und die hat er jahrelang bei sich gehortet, hat eben nach dem Krieg dann als erstes in Stahlgewittern aus diesen Tagebüchern zusammengefügt und dann später eben Wäldchen 125, weiß ich nicht. Krieg als inneres Erlebnis und so weiter, ja. Genau, ja. Okay, ich dachte, das wären schon sozusagen fast schon die Rohfassungen davon, aber gut, dann hast du mich auf was Neues belehrt. Es sind wirklich Tagebücheinträge, wo dann irgendwie steht, 28. Mai 1917, Fahn Junker, Hotzenplotz hat Abschied gefeiert, haben uns ziemlich besoffen, 3 Mann beim Gewehrschießen gestorben, schade, jetzt erstmal wieder saufen gehen. Also es steht auch wirklich so drin, es lässt sich da halt auch schon dieser Jünger-Stil, den ich immer sehr, sehr geil fand, rauslesen, dieses Nüchterne, also dass er dann irgendwie neben den verblutenden Briten steht und sich abhockt und dem einfach zuschaut und es dann ganz nüchtern in sein Tagebuch reinschreibt, also ohne diesen nationalistischen Pathos und auch nicht dieses ewige Rumgeheule wie bei Remarque. Ja. Das ist schon ziemlich gut und das hat mich natürlich dann auch ziemlich inspiriert. Also wenn man Enklave liest, wird man dann schon diesen nüchternen und sehr, sehr sachlichen und ja, wie soll man sagen, kargen Stil bemerken. Ja gut, das musst du ja mehr oder minder machen, um in der rechten Szene zu landen heutzutage, oder? Ich weiß nicht, also wenn man es, wir kommen ja, glaube ich, wir hatten es im Vorgespräch kurz angemerkt, auch noch vielleicht auf Krach zu sprechen. Und der hat totale Gegenteil, wie diesen übertriebenen, blumigen Stil, gerade gegen Ende, also die Toten, Imperium und sowas, das ist schon sehr blumig und so weitläufig und ausladende Sätze, die dann halt ästhetisch so überfrachtet werden mit Attributen und Adjektiven und sowas. Das ist schon eigentlich ganz anders, auch wenn natürlich
über eine andere Traditionslinie, denke ich, mit Jünger in, verbunden ist. Aber dieser Stil, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, auch, ich weiß es nicht. Also ich sehe das bei vielen Rechten, die gerade so zu diesem Literaturszene, Ästhetikkram neigen, dass da dieses Blumige und pathetisch Aufgeladene da irgendwie ein bisschen besser ankommt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, ist auch letztendlich auch leichter zu lesen, würde ich jetzt auch mal mir rausnehmen, ja. Ja, so gerade so der Schreibstil von, vor allem von Manfred Kleine-Hartlag ist das aufgefallen, auch bei Lichtmess, die schreiben teilweise so verschachtelte Sätze mit 10 Kommas drin über eine ganze Seite, wo andere irgendwie 10 Sätze machen, machen sie 2. Das ist auch immer extrem schwierig, um das überhaupt zu entziffern noch. Die ganze Botschaft jeweils mitzunehmen aus so einem Satz. Ja gut, da können wir Siefele ja auch noch mit da einreihen, der ist ja auch so ein Kandidat, ja. Ja, habe ich noch nicht genug gelesen, um das zu beurteilen. Ist, glaube ich, aber auch so ein typisch deutsches Problem. Also, ja, auf jeden Fall. Ja, darüber hinaus auch einfach ein intellektuelles Problem, sich einfach darauf zu profilieren, würde ich jetzt nicht rausnehmen. Ja, da kenne ich mich nicht genug dafür aus. Ja. Ich würde aber gerne noch mal... Nicht. Ja. Bitte? Ja, nee, red weiter, gut. Ich würde mal kurz noch mal auf Jünger eingehen, danach ist es auch abgeschlossen, genug über Jünger geredet. Im abenteuerlichen Herzen spricht er auch noch mal darüber, das interessiert mich jetzt. Hast du das gelesen oder einzelne Teile davon? Nee, gar nicht tatsächlich. Das fehlt mir noch auf meiner Liste. Ich hab tatsächlich von Jünger nur dieses dieses Frühwerk, also diese ganzen Erster Weltkrieg-Bücher verschlungen, dann der Waldgang gelesen und dann nie wieder was von Jünger gelesen. Aber ich lese traditionell irgendwie im Herbst, also so um diese Zeit, diese Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg wieder, weil die irgendwie tatsächlich ganz gut reinpassen, also gefühlsmäßig, sag ich mal. Ja. Aber ich habe sonst, also weil mich der Waldgang so unfassbar geärgert hat, ich habe irgendwie kein Verlangen. Also es lohnt sich anscheinend offensichtlich, das sagen sehr viele, das abenteuerliche Herz ja sehr lesenswert sei. Ja, warst du auch ein bisschen enttäuscht vom Waldgang, oder wie? Ja, also ich kann verstehen, warum man es geschrieben hat und so, und ich habe auch mit anderen Patrioten geredet, die das ganz anders gesehen haben, die das vorzüglich fanden, aber ich fand es halt so, ja. Ernüchternd. Ja, also ich muss auch sagen. Es ist halt, ja. Es ist halt eine relativ kurze Message, die halt aus diesem Zusammenhang mit also gerade diesem Kriegserlebnis, also zweiten Kriegserlebnis, dann der Niederlage so, dass er das irgendwie versucht zu verarbeiten und so. Aber ich sehe halt, also ich verstehe nicht, warum so viele Menschen, die im Wald spazieren gehen und auf Instagram aktiv sind, dann im Waldgang drunter setzen. Also ich kann schon verstehen. Wenn es einfach hip ist, ganz einfach. Ja. Also es wurde halt auch angepriesen, und das ist wie wenn du irgendwie bei einem Film halt hörst, irgendwie, das ist eine 10 von 10 und dann schaust du ihn, hast du auch schon eine hohe Erwartungshaltung und dann wird dir oftmals dann wieder nicht erfüllt. Und mir ging es eigentlich auch so beim Waldgang. Ja. Es wurde von allen abgefeiert, und wo ich es dann gelesen habe, musste ich auch sagen, so, boah, okay, ganz gut, aber ja. Also was mir halt gefallen hat, im Nachhinein vom Waldgang, wenn man sich das Video von der Bibliothek des Konservatismus anguckt, ich weiß nicht mehr, wer der Referent war, aber nochmal die Parallelen zwischen, was er eben Ernst Jünger im Waldgang beschreibt, so ein bisschen so Orwellsche Zeiten und so Zeug, und das dann im Vergleich mit der heutigen Zeit, das fand ich sehr schön referiert in der Bibliothek und hat mir sehr gut gefallen, da hat man noch so ein bisschen den Weg geebnet, aber es ging mir so ein bisschen wie bei Finis Germania, hier vom Siefele, wo man auch gesagt hat, boah, guck mal, das ist jetzt vollkommen durch die Decke gegangen, und am Ende dachte ich mir so, ne, ja, ist klar so, ja. Ja, aber ich bin da auch ein ganz großer Fan von Harald Schmidt, auch ein großer schwäbischer Dichter und Denker, dass man, also es ist... Du wusstest, halt, dass er Ostpreuße ist, ne? Harald Schmidt? Ja, seine Eltern kommen aus Ostpreußen, oder nicht? Ja, das kann ja sein, aber er ist ja halt in Neu-Ulm geboren und ja, in Nürtingen aufgewachsen. Ja, also Beute, Schwabe. Es gibt auch Schwaben, die in der Schweiz heute leben oder in Berlin, noch schlimmer. Durchaus. Das ist, das oder ein Schnellroder. Ja. So. Nee, man muss halt, glaube ich, ein bisschen selektiver lesen. Es gibt, glaube ich, gerade jetzt auch bei uns Rechten, ich sag mal Intellektuellen, auch wenn der Begriff natürlich Schwachsinn ist, so die Tendenz, irgendwie allen möglichen Quatsch zu lesen und dann meterlange Bücher reinzuziehen über irgendeinen Schwachsinn. Ich sehe das auch immer, auf Instagram ist ja auch immer ganz schlimm, die Leute, die sich dann irgendwie
weiß ich nicht, tonnenweise Literatur über Archetypen und C.G. Jung und was er sich alles reinziehen kann, ja irgendwie alles sinnvoll sein, aber ich habe festgestellt, und das, deswegen habe ich das mit Harald Schmidt gesagt, der dann irgendwann gesagt hat, am Ende überlegst du halt, was halt so dich wirklich geprägt hat, und dann merkst du halt, dass wahrscheinlich 95% von dem, was du gelesen hast, totaler Schrott war. Das merkt man natürlich erst, wenn man es gelesen hat, anders geht das ja nicht, aber so dieses Reinschaufen, also ich konnte es auch nicht. Also wenn mich ein Buch halt nach 200 Seiten oder so langweilt, dann lege ich es halt weg. Ja, oder schmeiß es weg wie Harald Schmidt. Eben, er hat es ja nochmal unterteilt in die Arten des Wegschmeißens, also gelesen wegzuschmeißen und verpackt wegzuwerfen, was natürlich das Coolste ist, aber das ist natürlich... Sehr schöner aktiver Zuschauer von Harald Schmidt, gefällt mir, sehr gut. Ja, und das sage ich als jemand, der Harald Schmidt nicht mehr in seiner Late-Night-Show miterlebt hat. Ja, wobei 2014, aber da habe ich den noch nicht auf dem Schirm gehabt. Hat er dann aufgehört. Ich schon, ja. Aber da war natürlich dann, also kommt natürlich alles nicht an die 2001-Folgen ran, und da bin sogar ich zu jung. Ja, stimmt, hier, Jahrgang 92 bist du ja, ja, genau. Genau, also dafür dann zu jung, leider. Ja. Naja gut, es gibt ja fast alles auf YouTube. Ja gut, machen wir weiter, nämlich mit deinem Werk an sich. Du hast mich bei der schwarzen Fahne rausfinden. Du hast noch nicht gesagt, was du mit dem abenteuerlichen Herz jetzt meintest. Ah ja, es hat sich mir mit am Ende jetzt eine Frage aufgestellt. Ich habe jetzt die ersten 60 Seiten gelesen, und es sind viele verschiedene kleine Texte, wo er dann bestimmte Gefühle, Träume beschreibt, also sozusagen ein Traumtagebuch, halt nur ein cool, und natürlich auch seine Drogenräusche und so Zeug, und dann beschreibt er halt auch, er ist als dunkler Ritter gekleidet, ja, wahrscheinlich auch nochmal ein Spoiler an Heimatdefender, den dunklen Ritter, Quatsch, sondern ist in dunkle Ritterrüstung gekleidet, geht in die Burg der Folter und geht in die erste Folterkammer, die halt offen ist. Und das schockiert ihn schon so sehr, was da drin ist, rennt raus und hat dann festgestellt, oh, das war die Burg der Folter, und ich bin im ersten Zimmer schon gescheitert, ja. Und da frage ich mich, ist es jetzt eine Verarbeitung an sich von seinen Träumen, von seinen Drogenräuschen, von dem, was er im Krieg erlebt hat, weil das, was er im Krieg belebt hat und vor allem beschrieben hat, ist, geht über das erste Zimmer hinaus, oder das erste Zimmer vereint schon alles, was er darin, was er im Ersten Weltkrieg erlebt hat. Also das, was im ersten Zimmer beschrieben wird, das sind drei Frauen am Tisch, zwei Mädchen und eine Mutter anscheinend davon, oder es wirkt zumindest so, und die eine hämmert die andere halt an die Wand, wie Jesus Christus mit Nägeln, und die blutet halt über total, und nur noch die Augäpfel bleiben am Ende übrig, also ganz abskrut, wo ich mir denke, ja, was will er mir jetzt damit sagen, oder was verarbeitet er damit, ja? Mhm. Und dann halt wieder ganz blumige Sachen über, wie er natürlich über Frutti di Mare referiert und dann hier die besondere Insel, die Urlaubsinsel von dem römischen Kaiser Tiberius, wie heißt sie? Capua? Nee, Capia? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, Capua war eine Stadt. Capri war das, glaube ich. Capri. Ja, Capri, danke. Genau. Ja, das mehr oder minder als in die Frage in die Runde gestellt. Können auch gerne auch unsere Zuschauer kommentieren unten. Wenn die Frage jemand beantworten könnte, wäre sehr nett. Genau. Hast du darauf eine Antwort, Volker, im Groben und Ganzen? Ich habe die Frage schon wieder vergessen. Also das war jetzt irgendwie sehr, sehr lang. Ich habe auch nur irgendwas, ich habe auch noch was verstanden, warum da irgendeine ans Kreuz genagelt wird. Also kurz und knapp, verarbeitet Ernst Jünger in diesem Buch seine eigenen Gefühle, seine Träume, seine Drogenräusche oder seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg oder alles zusammen? Ja, ja, müsste ich lösen. Genau. Keine Ahnung. Gut. Dann, ich würde das gehen vom Jünger, der jetzt endlich mal abgeschlossen ist, gehen wir weiter zu seinem Buch, nämlich bei der Schwarzen Fahne in dem Folge Nummer 47 hast du raushören lassen, dass du von dem Buch von Christian Kracht beeinflusst wurdest, oder sag ich mal, es dich geprägt hat für deinen Roman, nämlich der Roman heißt Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten, genau, und es ist der dritte Roman von Christian Kracht, wurde auch von der FAZ damals noch vorab gedruckt. Kurz mal Frage, war 2008 die FAZ noch stabil? War die jemals stabil? Hat er. Ja, richtige Frage, ja. Nee, also weiß ich nicht. Ich weiß halt, dass, also es dürfen immer wieder irgendwelche Verwirrte dort schreiben, die irgendwie so in Ordnung sind, aber halt auch nicht cool, denke ich. Also deswegen denken viele vielleicht, dass die FAZ oder die Welt in Ordnung wäre, aber ich glaube nicht, dass es jemals war.
Ja gut, von der Springer-Presse müssen wir jetzt gar nicht erst anfangen. Ne? Dann würde ich einfach darüber weitergehen. Was ist Christian Kracht an sich? Eine Person, wo du viele Bücher liest, oder war es nur explizit dieses Buch? Und um was geht es in diesem Buch? Ja? Nee, also ich habe Anfang des Jahres alle Bücher von Christian Kracht, sag ich mal, ja, relativ in einem Zug durchgelesen. Mhm. Auch schon vielleicht die Monate davor. Und ja, also es, wenn ich es benennen müsste, war, glaube ich, im Sonnenschein und Schatten vielleicht das letzte bisschen Antrieb, das ich noch gebraucht habe, um dann selbst, sag ich mal, in die Tasten zu greifen. Warum, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall mich die Bücher sehr fasziniert. Alle jetzt tatsächlich, aber eben das Buch im Besonderen, weil mir dann irgendwann eben auch aufgefallen ist, dass jetzt ja auch nur diese ich sage das auch ständig, diese Storyline oder die Grundidee von Apocalypse Now und Herz der Finsternis übernimmt eben, aber dann ist mir dann auch natürlich dann aufgekommen, dass es eigentlich eher so eine archetypische, also eigentlich viel, viel ältere Geschichte ist, also vom Helden, der, sag ich mal, aufbricht und dann ins Herz der Finsternis hineinfährt und das ist dann wie immer halt metaphorisch gemeint, wo er dann eben verschiedene Stationen durchmacht, die dann irgendwie was Symbolisches an sich haben und dann meistens eben auch auf seine Psyche, also die Psyche des Autoren oder beziehungsweise des Protagonisten gemünzt sind. Und das fand ich sehr, sehr interessant, hauptsächlich aus Faulheit, weil ich tatsächlich keine Idee hatte. Ich hatte immer Bock, was zu schreiben, aber ich hatte keine Idee, was. Und nachdem mir dann aufgefallen ist, dass sich Christian Kracht auch nur relativ frech bei Apocalypse Now bedient hat oder eben bei Herz der Finsternis, je nachdem, habe ich gedacht, ich mache das einfach auch und habe dann eben dieselbe Geschichte auch geklaut und aber halt wie ein Remake halt diesen Grundgedanken, denke ich, mit was anderem verbunden, der halt so die Sichtweise auf was anderes wendet. So, ich glaube halt bei Apocalypse Now war es halt ziemlich sehr diese Sicht auf den Krieg, auf Vietnam und den Krieg, wie das mit dieser Coca-Cola-Gesellschaft des Amerikas der 60er Jahre irgendwie zusammenpasst. Und bei Christian Kracht war das mehr so ein Blick auf die Schweiz und diese Schweizer Mentalität vielleicht auch und vor allem halt auf diese Ideologien des 20. Jahrhunderts und deren Irrwege letztendlich. Und deswegen dachte ich, ich nehme das her und füge da eben was hinzu, was in keinen dieser beiden oder dieser Dreier Geschichten mit drin ist und setzt es halt in einen anderen Kontext, ja. Mhm. Und ja, was ist die geheime Essenz von dessen, wo in den anderen drei Schriften nicht drin ist? Naja, das ist das, was ich da uns Hugendubel-Text, das man da wiederfindet, geschrieben habe. Also, dass es eben halt dezidiert antipazifistisch ist, dass sich gegen diesen Post-Heroismus wendet, der die Gesellschaft ergriffen hat, dass man eben eine Überlegung oder eine Geschichte spinnt, in der der Krieg, so hart es und unverständlich das klingen mag, wieder eine positive Wendung hat und damit das eben nicht auf 130 Seiten gedruckter Fettpost wird, habe ich eben dieses Moment, oder wie sagt man da, dieses Zwischending eingefügt, eben, dass es diesen Verweis auf Digitalität und Computerspiele gibt, in einer bestimmten Weise. Ich meine, wenn man da Enklave dann durchliest, wird man sich das relativ klar sein, dass das, wo der Krieg sich abspielt, letztendlich nicht das ist, wofür es steht. Vielleicht jetzt nicht viel zu viel vorweg zu verraten, aber das soll eben so eine Dimension einbauen, die dann eben sagt, dass man den Krieg gerade mit unseren Mitteln, heute modernen Mitteln, eben gerade wieder als was anderes begreifen kann. Da gibt es auch eine sehr gute Serie dazu von HBO, die auch Game of Thrones gemacht haben, Generation Kill, wo es auch so ein bisschen um diesen Aspekt geht, dass wir halt heute eine Generation haben, die, also
postheroisch aufgewachsen ist, die von ihren Eltern kein Verständnis für den Krieg mitbekommt, aber halt den ganzen Tag vorm Fernseher oder vorm Rechner sitzt und entweder gewalttätige Computerspiele spielt, indem er irgendwelche, ja, also heroische Geschichten nachspielt oder halt sich Sendungen reinzieht, die heroischen Inhalt haben oder kriegerischen Inhalt haben, weil sonst wäre es ja auch furchtbar langweilig. Dass das praktisch wieder ein neuer Anknüpfungspunkt sein kann. Ja, und eben nicht nur totale Degeneration, wie das zum Beispiel auch von vielen Rechten gesehen wird, die dann irgendwie sagen, ja gut, alle Netflix-Serien sind halt per se scheiße und alles, was aus Hollywood kommt, ist Müll und ich glaube das nicht mal. Also. Ja, da können wir gleich überleiten zu Fight Club. Hm? Habt ihr auch schon bei die Schwarze Fahne drüber geredet. Noch kurz eine Frage. Ich hätte auch noch eine Frage übrig. Und zwar, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert, also wenn du Anfang des Jahres da die Bücher gelesen hast und dann den Entschluss gefasst hast, das Buch zu schreiben, wie lange warst du insgesamt dran, bis du das Buch fertig hattest? Also ich habe im Februar angefangen zu schreiben, habe dann, ich glaube, 3 Monate relativ intensiv dran geschrieben, also jeden Tag irgendwie was abgetippt und hatte dann irgendwie 2 Drittel der Geschichte fertig und habe es dann erstmal ruhen lassen und ein paar Leute geschickt, die mir dann Feedback gegeben haben sozusagen. Und dann habe ich so ein paar kleinere Sachen geschrieben und dann nochmal in, sag ich mal, nachdem ich es auch dem Verleger dann geschickt hatte, in vielleicht einem Monat nochmal das Ende. Und dann habe ich alles zusammengefügt und das war es eigentlich schon, ja. Also es waren vielleicht 4-5 Monate Schreiben. Es ist ja auch ein kurzes Buch und hat jetzt nicht viel Recherche erfordert. Das war vielleicht ganz gut, ja. Ja, war ja alles schon in deinem Kopf, ne? Nee, ja, nicht mal. Also ich habe mir natürlich, also am Anfang fragt man sich, wie man anfängt. Ich hatte halt einfach irgendwas genommen. Ich war, glaube ich, betrunken oder so und habe mit irgendwas angefangen zu schreiben, was dann tatsächlich auch der Anfang war. Und habe mir dann später halt dann Gedanken gemacht. Ich habe also wirklich von Stück zu Stück geschrieben und viele Sachen, ich habe es auch bei der Schwarzen Fahne gesagt, sind ja erst so mittendrin erstanden. Also dann hatte ich irgendwie nur männliche Figuren und das fand ich dann irgendwie blöd und habe deswegen Figuren umgeschrieben, dass sie weiblich sind. Und dann habe ich diese Rückmeldungen von den Leuten bekommen, also es waren 2 Freunde, denen ich es geschickt hatte, hat dann die Rückmeldung bekommen und dann auch überlegt, wie soll ich das machen. Und habe dann eben gerade den Charakter Fechter, den man dann im Roman oder Quatsch, in der Novelle dann trifft, nochmal ausgebaut und Szenen hinzugefügt, wo dann die Charaktere dann noch ein bisschen an Tiefe gewinnen. So. Und ich war dann eigentlich tatsächlich sehr, sehr zufrieden dann, wie sich das dann ergeben hat. Und ich hätte es tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, dass man da von Anfang an sich einen Plan machen muss und welche Szenen welchen Nutzen haben und dass man das dann so zusammenfügt. Aber so war das nicht wirklich. Ja. Also ich denke, das Wichtigste ist vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, der sich mit dem Gedanken trägt, zu schreiben. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu schreiben. So, ich meine, löschen kannst du es halt hinterher immer noch und es gibt ja auch, also ich hatte auch ein riesen Dokument mit Passagen und so, die ich nicht verwendet habe und so. Aber dann hat man halt irgendwas, woran man arbeiten kann und was man dann verändern kann und hinzufügen und Sachen wieder wegschreiben und so. Das geht dann aber, und das ist dann halt natürlich, weißt du, und wenn man halt sich ewig die Gedanken macht, aber nicht schreibt, dann ist das halt scheiße. Also bringt es halt nichts. Kannst du halt die geilsten Sachen ausdenken, aber wenn die halt nicht auf Papier sind, dann ist es halt blöd. Natürlich, ja. Ja, das ist auch schon mal ein schöner Einblick, sag ich mal, wie das Buch entstanden ist. Darüber hinaus, wenn du jetzt vorhin gesagt hast, du hast einmal den blumigen Schreibstil von Kracht eingefügt und dann aber auch, sag ich mal, das beobachtende Kühle vom Jünger, wird es dann lebendig im Buch durch verschiedene Charaktere, die du dann begleitest, oder gibt es eine zentrale Figur, die du gerade schon erwähnt hast? Wie kam sich die Struktur oder, sag ich mal, diese Schreibstile, wie gingen die aufeinander ein oder wie sind die voneinander abgegrenzt, wie harmonieren die im Buch? Ja, naja, das war tatsächlich auch eine schwierigere Entscheidung, das glaube ich, ja. weil ich am Anfang natürlich beides gleichzeitig gemacht hatte. Also ich hatte, wie gesagt, einfach drauf losgeschrieben und das war dann, also einfach, weil ich persönlich da von diesem kargen Schreibstil
Ich hatte zum Beispiel in der Uni immer sehr, sehr Schwierigkeiten, diese Schreiblimits zu erreichen, weil ich eben nicht so einen akademischen Schreibstil habe, wo man dann ewig ausladend irgendeine Scheiße erklärt und fünfmal denselben Satz wiederholt, anders formuliert und so. Das ist ja das, was ja, denke ich, auch diesen akademischen Schreibstil ein bisschen auszeichnet und was die Leute auch irgendwie lesen wollen aus irgendeinem Grund. Aber ich hab das einfach nicht so in der Natur drin. Deswegen war das dann tatsächlich sehr, sehr karg, sehr, sehr militärisch geprägt. Und das hat dann auch gepasst, weil es zu diesem militärischen Ton reinpasst. Und an so ein paar Stellen ist es dann eben schwierig geworden, weil ist ja ein Ich-Erzähler und der beschreibt das natürlich alles aus seiner Perspektive militärisch karg. Deswegen muss es auch so sein. Und wenn du dann halt in so ein was Blumigeres, Beschreibenderes, wie das bei Christian Kracht ist, mit einem allwissenden Erzähler aus der dritten Person, zum Beispiel bei Imperium, dann ist das so ein bisschen, also das widerspricht sich gegenseitig. Und nachdem ich dann das, wie gesagt, weitergegeben hatte, das erste Manuskript zum Gegenlesen, hatte ich das auch zurückbekommen, so als Feedback, dass eben das ein Problem ist, dass sich dieser blumige und etwas flapsigere Stil mit dem Kargen widerspricht. Und ich habe dann einfach konsequent das rausgenommen, das Blumige tatsächlich, und das bei dem Kargen belassen. Und aber die gesprochenen Texte mehr an diesem soldatischen Ton, also nicht in diesem formalen militärischen Ton, sondern an dem, wie Leute, also Soldaten eben sprechen, der mehr so ein bisschen flapsig ist, da das eher eingebaut. Und dann gibt es ja auch noch diese Zwischenkapitel, wo dann der Erzähler tatsächlich in der dritten Person ist und so allwissend ist, und dort ist es dann so ein bisschen blumiger und ausladender, auch wenn ich nicht glaube, dass das jetzt dieser Christian Kracht-Stil wäre. Und ich würde das tatsächlich auch nicht jetzt als diesen Schreibstil oder diese Gattung, dieses ästhetische Schreiben, wie man das vielleicht nennen könnte, so zu meinem Werk dazurechnen, einfach weil ich diese ästhetische Literatur eigentlich ablehne. Also es ist ja eigentlich wirklich von also wenn ich sage jetzt ästhetische Literatur, dann ist das Literatur, die einfach nur an der die Oberfläche beschreibt. Das ist ja zum Beispiel bei Christian Kracht Faserland so, das ist halt total oberflächlich letztendlich geschrieben, ästhetisch, mit der Freude an Sätzen und an den Wörtern und wie die klingen. Das macht bei Christian Kracht halt Sinn, aber es macht halt bei so einem Werk keinen Sinn, weil es explizit um die Funktion geht, also eben nicht ästhetisch ist. Glaube ich. So. Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Im Roman selber geht es ja um dystopischer Roman, korrigier mich. Und ist es natürlich auch wieder Untergangsromantik, das würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber zur Katastrophe führen unter anderem ja auch wieder, sag ich mal, der Klimawandel. Naja, das ist praktisch schon in der Vergangenheit liegen. Mhm. Also ich würde es tendenziell eigentlich als Utopie bezeichnen. Klimawandel und so oder wie auch immer. Umweltkatastrophe, das sind ja relativ realistische Szenarien, wenn man jetzt kein Boomer ist. Und aber ja, letztendlich, also es ist die Frage, ob man es aufhalten kann. Also auch die Frage, ob der Klimawandel jetzt menschengemacht ist oder nicht, oder ob man aufhalten kann oder nicht. Und also halt, es ist jetzt nichts Neues, dass sich halt das Klima auf dem Planeten halt ändert und man muss sich halt irgendwie dran anpassen. So. Also ich würde es auch nicht als Utopie als Dystopie bezeichnen, weil es eigentlich eher so einen dezidiert positiven Anstrich bekommen hat. Also tatsächlich, es gibt dann, wie gesagt, diese Zwischenkapitel, die so ein bisschen den Rahmen für die eigentliche Handlung bieten. Und in der wird dann diese Welt so ein bisschen beschrieben. Und das ist halt eine Welt, die die Katastrophe hinter sich hat, aber daraus eben so einen jungen Staat generiert hat. Also eine Generation von Menschen, die eben einen Staat gegründet haben, der an diese neuen Bedingungen angepasst ist und nicht irgendwie gegensätzlich ist, wie das halt in unserer jetzigen Gesellschaft und in unserem jetzigen Staat ist, wo halt die Leute vielleicht so umweltbewusst sind wie nie zuvor oder es zumindest denken, aber gleichzeitig halt auch die größten Dreckschweine, weil sie halt trotzdem bedenkenlos weiter konsumieren wollen. Und das ist
Also es ist, denke ich, eher eine Utopie mit Blick auf den Menschen und wie er halt mit Katastrophen umgeht oder Ja, mit Herausforderungen. der Staat und die Gesellschaft, die in deinem Buch beschrieben wird, lebt ja auch oder es definiert sich ja auch selber durch den Kampf. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, die sich durchs Kämpfen definiert, sozusagen. Ja, was ja auch wieder, sag ich mal, leicht faschistoiden Touch hat. Ja, gut, wenn man das halt faschistoid finden möchte, das Ja, halt klar. Ja, Kampf halt die das ist Grundlage jetzt fürs nicht. Überleben ist. Ja, genau. Ja, Patriarchat gibt es schon seit Tag null, das ist doch ganz klar. Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob sag ich mal, die Grundaussage jetzt zu übertrieben, überzogen, militaristisch ist. Glaube aber, dass ich das dann durch diese Zwischenebene, die ich dann da eingezogen habe, eigentlich ja, also ein bisschen relativiert und ich meine, letztendlich ist es ja auch egal, was man dann schreibt, was das denn irgendwie Mainstream, also es wird ja eh ignoriert so und wenn Ja. die das schreiben, ist es halt so oder so negativ. Es ist halt, denke ich, Faschistoid. vor allem ein Buch, das sich an die eigenen Leute letztendlich wendet, an die eigenen Aktivisten. Ich habe das, da kommt jetzt demnächst, glaube ich, auch ein Text auf dem Jungen Europa-Blog, weil ich den heute tatsächlich abgeschlossen habe, wo ich das auch nochmal kurz dargelegt habe, dass es eben das Problem ist, denke ich, bei rechter Literatur, die jetzt geschrieben wird, also nicht nur jetzt Romane oder so, sondern auch Sachliteratur, dass sie im Grunde im Kern schon ziemlich defätistisch ist und sich immer auf diese Negativsachen konzentriert. Das hat natürlich auch was Finanzielles damit zu tun, dass ich halt ein Buch über die massive Einwanderung ins Sozialsystem oder die massive Einwanderung ins Wirtschaftssystem, wie bei Sarrazin jetzt, einfach besser verkauft als eine positive Gegendarstellung und ein hey, wir können noch die Kurve kriegen. Natürlich, ja. Das liegt einfach in der Natur der Sache und aber ich finde es prinzipiell schlecht, gerade für irgendwie Leute, die irgendwie aktiv werden wollen, die noch was machen wollen, die überhaupt noch was machen können, weil das kann man natürlich von Leuten über 50 abseits des Fördermitgliedwerdens nicht mehr erwarten, dass die halt irgendwie was an. Die brauchen Kunst, Literatur, Filme, Serien, Bücher, Podcasts, die halt ein positives Bild zeichnen von dem, was man eigentlich tut und was man tun muss. Und letztendlich ist ja Aktivismus auch in irgendeiner Form Kampf. Und das funktioniert halt nicht, wenn man sich halt die ganze Zeit einredet, dass man, weiß ich nicht, gegen alles mögliche Einwanderung und sowas und Parteienpolitik und sowas eh nichts ändern kann, sondern man muss halt trotz allem da halt irgendwie einen positiven Ausblick gewinnen, sonst ist es halt schlecht. Na? Ja, auch nochmal Ja, schön aber zu halt hören auch. von dir die Positionierung, also von dir jetzt hier auf unserem Format hier die Positionierung von dir zu hören. Aber du wolltest ja gerade noch was sagen, bitte. Nö, aber es ist halt so ein. Also, dieser Defätismus ist halt allgegenwärtig bei uns. Man schaut halt irgendwie. Es liegt, glaube ich, auch vielleicht so bis zu den 68er zurückreichend. Reichendes Bild vom Helden an sich, wo dann in den 60er Jahren dann die Helden dann eben nicht mehr mit positiven Idealen besetzt waren, zum Beispiel in den Westernfilmen, sondern halt zynische Arschlöcher geworden sind, wo es dann keine gut-böse Unterscheidung mehr gibt. Und das ist in der Form natürlich ästhetisch und cool, so wie wir Clint Eastwood als, wenn wir den im Film sehen, halt als coolen Typen einschätzen. Aber es ist halt auf einer anderen Ebene schon wieder ziemlich defätistisch, weil du halt damit zugibst, dass diese Ideale, diese Einsicht, dass wirklich alles Graustufen sind, dass es kein Gut und kein Böse gibt, dass das letztendlich auch irgendwann dazu führt, dass du halt diese Ideale, die dahinter stehen, ablehnst, dass du dann eben sagst, gut, es gibt kein ultimatives Ziel, auf das ich hinstreben kann und es gibt nicht das ultimative Böse, sondern da müssen wir jetzt unterscheiden und dann verlierst du dich in so, ja, entweder in so Ästhetikblödsinn und findest halt cool, wenn halt der zynische Hauptheld mit Zigarette im Mund dann dasteht und einfach alle umlegt, so. Oder du, ja, verlässt dich halt in diesem
wie sagt man da, in diesen Graustufen. Und deswegen, also ich habe da lange drüber überlegt, wie ich das machen will, weil ich natürlich auch eben geprägt bin durch solche Filme und Bücher, die halt sehr, sehr cool inszeniert sind, sehr, sehr zynisch inszeniert sind. Und ich mag diesen Stil, aber das ist nicht der Stil, den wir jetzt brauchen, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen halt eine andere Form von Literatur und eine andere Form von Filmen, die halt wieder ganz klar in der Lage ist, Werte wie Loyalität, Ehre, weiß nicht, Standhaftigkeit wieder positiv zu besetzen und die Charaktere auch mit diesen Attributen auszuschmücken, auch wenn es eben nicht realistisch ist zwangsläufig, aber wo sollen denn die Leute halt ihre Vorbilder hernehmen? Natürlich, ja. Ist ja auch der Grund, warum die Leute halt jetzt noch immer die weiß nicht, Bücher von Homer oder so lesen und die Odyssee und sowas, weil das halt sehr, sehr viel grundlegendere Texte sind, die grundlegende Werte auch ein Stück weit vermitteln und das hast du halt heute nicht mehr. Ja. Wenn wir jetzt schon darüber reden, sag ich mal, diese neuen Wege oder neue Alternativen aufzuzeigen, würde ich dann auch mit einsteigen, wenn du, sag ich mal, auch diese die Klimakatastrophe, den Klimawandel, der letztendlich zu einer Katastrophe führt oder zu mehreren Katastrophen, dass du ihn da klar benennst. Und wir haben auch dieses Jahr einen weiteren Roman, auch von deinem Verlag, also von deinem Verlag, sag ich mal, Jung Europa, der auch dein Buch verlegt hat, rausbekommen, nämlich von Fay, Ein Tag im Leben des Dimitri. Ach Mann, das hast du mir vorweggenommen, Arsch. Wo er natürlich auch beschreibt, hier der Klimawandel hat stattgefunden, natürlich auch noch eine, die ganzen westlichen Demokratien sind untergegangen durch eben die Multikulturalisierung, Dimitri Leonidovich, die Gesellschaft ist zusammengebrochen und noch dazu kommt eben der Klimawandel, wo er dann beschreibt, ja die Bretagne, einer der nördlichsten Punkte Frankreichs, wer es nicht ganz weiß, also links dieser Zipfel, wo Asterix damals gelebt hat, wo die Britannien jetzt ein separatistischer Staat ist und jetzt in subtropischen Verhältnissen lebt, ja. Und jetzt gleichzeitig haben wir noch das Aufkommen von Die Kehre von Jonas Schick. Wie stehst du da, sag ich mal, jetzt gerade zur ökologischen Frage oder zur Umweltfrage, ja? Wenn du jetzt gerade davon sagst, wir müssen positive Alternativen schaffen, würdest du auch mitgehen, was ich wichtig finde, sag ich mal, auch sich auch immer weiter neuen Themen öffnen, gerade als neue Rechte, wo wir eben einfach neues Themengebiet ergründet haben und weiter ergründen möchten? Ich glaube nicht, dass das neue Themen sind. Also es sind halt Themen, die die Rechte schon immer gehabt hat, aber halt verloren hat. Das steht ja auch immer in der Kehre jetzt und überall anderswo, das behandelt wird, dass das halt ein uraltes, urrechtes Thema ist. Und da führt gar kein Weg dran vorbei, sich dieses Themas in irgendeiner Form wieder anzunehmen, weil es halt, also der Natur verbunden zu sein, ist halt, denke ich, das, was Rechtssein überhaupt ausmacht. Das Idealrechts, ist, ja. Ja, letztendlich, das ist halt einfach überlagert worden durch eine lange Periode von ja, neokonservativer Seite, wo dann halt dieser so ein überbordender Kapitalismus und dieses Nutzbarkeitsdenken und gerade, was ich halt auch in der eigenen Familie immer mitbekomme, dieser Leistungsgedanke, die es dir halt ja eigentlich total verquer ist und nicht mehr anwendbar ist auf unsere Gesellschaft, dass das oder große Teile unserer Gesellschaft, dass das immer noch sehr, sehr präsent ist in der Rechten und lange war und der das andere, dieses Denken in der Rechten überlagert hat. Und also ich sehe jetzt gerade sehr, sehr viele Projekte, du hast Teile davon schon angesprochen, die halt sehr, sehr gut sind und die das wiederbeleben zu scheinen. Und ich glaube, es gibt auch ein sehr, sehr großes Interesse bei vielen jungen Menschen daran, weil es ist halt auch massiv unsexy, jetzt noch für Kapitalismus und Leistungsgesellschaft zu sein. Absolut, zumal das sowieso schon vorgekaut wurde von unseren vorherigen Generationen und noch deren Generation, also meinen Oma und Opa sozusagen.
Ja, gerade der Grund, warum ich gesagt habe, dass es, sag ich mal, ein neues Thema ist, weil, sag ich mal, in meinem Empfinden, wenn ich jetzt, sag ich mal, aus nicht rechter Perspektive, ist es ja ein neues Thema für die momentane Rechte. Ja. Weil momentan, was man von zur Umweltpolitik der AfD hört, es gab ein Parteiprogramm, wo es hieß, ja, wir stehen zur ökologischen Landwirtschaft und so, das klingt ja alles schon mal sehr gut und gegen übertriebene Nutzung von Windkraft und so weiter, aber letztendlich kommt es doch nur auf irgendwelche Boomer-Parolen raus, die dann auf irgendwelchen lächerlichen Meme-Seiten oder von einzelnen Politikern persönlich dann irgendwelche dummen Memes erstellen und sich über Fridays for Future lustig machen, statt da irgendein Alternativprojekt vorzuzeigen. Was ist da die Lösung daraus oder wie sollte man das in Zukunft angehen, gerade parteienpolitisch, sage ich mal. Aktionistisch wissen wir ja schon grob, was zu tun ist, ja. Weiß ich. Nicht wirklich. Also die AfD ist halt eine Partei von Boomern für Boomer. Was ich mir als einziges, wenn ich überhaupt in der Position wäre, Ratschläge zu verteilen an Leute, die offenbar intelligenter sind als ich, dann müsste man der AfD ja eigentlich nur raten, sich viel, viel mehr auf diesen kommunalen Aspekt zu konzentrieren und nicht immer diese, wo es eben die Posten gibt und weswegen ja auch alles in der AfD dorthin strebt, auf EU- und Bundes- und Landtagsebene zu denken, weil es da die Posten gibt, weil man da irgendwie sich dann als Macker und MdB ja. inszenieren kann, sondern dass man eben viel, viel mehr auf kommunaler Ebene machen müsste, weil da eigentlich auch viel mehr erreicht werden kann. Und das hat es eben nicht nur mit Landwirtschaft so zu tun, aber ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viel Unzufriedenheit, auch im Westen. Ich kriege das immer mit, wenn ich komme ja nur mal aus Bayern, zu Hause bin, dass es da eben auch Probleme gibt mit großen Bauernkonglomeraten, die dann über Querverbindungen zur CSU und so dann wirklich ganze Kommunen und eigentlich das ganze Bundesland beherrschen. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Unzufriedenheit. Aber da bietet auch die AfD letztendlich keine Antwort, auch weil sie sich halt kommunalpolitisch jetzt nicht wirklich engagiert und da die richtigen Fragen aufwirft. Also es macht halt auch nicht Sinn, immer nur überall nach Migrantenthemen und Wirtschaftsthemen oder was weiß ich zu suchen, sondern halt auch mal sinnvolle Aspekte auf einer ganz, ganz niedrigen Ebene anzupacken. Das hat jetzt wirklich auch nichts mit Ideologie zu tun und wie man das mit der Umwelt tatsächlich sieht. Da gibt es, glaube ich, auch in der Landwirtschaft gegensätzliche Ansichten und so. Und aber da habe ich auch wirklich keine Ahnung davon. Aber das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da mehr Leute an der Basis hat, die dann auch wirklich mit den Menschen arbeiten und mit die Probleme in den Gemeinden vor Ort sehen. Und dann kann man da auch wirklich viel mehr reißen, ja. Generell Kommunalpolitik ist ja auch einfach was Kerndemokratisches, wo die Demokratie letztendlich auch mal sinnvoll eingesetzt werden kann. Nochmal bei der schwarzen Fahne hast du ja auch nochmal angesprochen, ja, die Rückzugsorte im Erzgebirge. Heißt, wir sollten, sag ich mal, vollende die Wende, war ja das große Wahlkampfthema, oder die Wende 2.0 von der Thüringer AfD und auch Brandenburg und so weiter. Kommt die Wende im Osten oder sollen wir jetzt alle in den Osten ziehen und da, sag ich mal, von Grund auf die Kommunalpolitik umkrempeln? Das sind Fragen, die ich ja nicht beantworten kann. Ich weiß nur, dass es, wie gesagt, auch im Westen, glaube ich, eine große Unzufriedenheit an Menschen an der Basis gibt, auch in der Landwirtschaft, aber auch im Mittelstand und was weiß ich allem. Mhm. Dass es da also da, wo die ethnische Grundlage, sage ich mal, noch vorhanden ist, kann man, glaube ich, oder sollte man auch versuchen, auf kommunaler Ebene oder sonst wie was zu reißen oder aktivistisch. Ich glaube nicht, dass die ultimative Lösung ist, in den Osten zu ziehen, auch wenn ich das selber getan habe und es eigentlich sehr, sehr schön ist hier. Da, wo die ethnische Grundlage halt noch da ist, sollte man es versuchen und wenn nicht, kann man immer noch ins Erzgebirge ziehen. Ne? Also es ist eine schwierige Frage, das überfordert mich ein Stück weit auch, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe halt einfach meine Entscheidung da ein Stück weit getroffen, die ist mir auch eigentlich so zugeflogen gekommen und bin da relativ glücklich drum, dass mir diese Entscheidung dann abgenommen worden ist. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt tatsächlich noch im Allgäu wohnen würde. Ich glaube, dort wäre ich inzwischen sehr, sehr isoliert. Ja. Also, sehr schön, die Hoffnung. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt auch im Westen. Das auch nochmal, sag ich mal, unabhängig zu hören. Ja, weil momentan ist ja schon die Grundstimmung der neuen Rechten, so sag ich mal, im Osten und
im Osten geht die Sonne auf und auch die Ost-AfD hat mehr visionäre Programme oder visionäre Ideen im Gegensatz zur West-AfD oder teilweise zu ganz schlimm konservativen liberalen Verbänden, ohne, sag ich immer, generell liberale AfDler unter das Feuer zu nehmen. Ja, man darf das halt nicht unterschätzen. Also auch hier im Osten gibt es halt viele Idioten in der AfD, vielleicht sogar mehr an sich, aber das wird halt, glaube ich, na, einfach überlagert, dass es halt auch viele gute Leute gibt und Ja, ich weiß Karrieristen es muss man nicht. halt einfach nur die richtigen Positionen heben, wo sie einfach sich selbst feiern können, ja. Und dann zumindest noch gute Arbeit leisten können. Oder einfach Ja. rausschmeißen, ja. Nee, ich weiß es nicht. Also gerade so Parteienpolitik versuche ich mich dann jetzt nicht mehr so in dem Maße zu äußern. Das ist mir auch ein Stück scheißegal geworden, weil ich da wenig Hoffnungen drauf setze. Ich glaube halt, dass das, was ich jetzt mache, ist so diese ganze Vorparteien-Sache, also nicht nur jetzt mit den Bücherschreiben, sondern auch mit 1% und so. Das ist einfach sehr, sehr viel befriedigender, muss man fairerweise sagen. Ich bewundere Leute, die stabil sind und noch in dieser Partei aushalten, aber ich könnte es auch nicht, weil ich da auch nicht frustresistent genug dazu bin. Und deswegen, also ich bin halt in einer glücklichen Position, ich kann es aber nicht pauschal beantworten. Und ich habe großen Respekt vor den Leuten, die eben noch stabil sind und in Parteien sich engagieren und ja, da die Stellung, die es noch gibt, halten. Das ist sehr schön. Ja gut, ich dachte erst, du bist nicht akzelerationistisch eingestellt, aber wenn du jetzt, sag ich mal so, auf die Parteienpolitik schimpfst, wo natürlich auch der Frust berechtigt ist, ja, ist ja bei mir auch nicht anders. Wie kommt dann die Wendestimmung letztendlich? Wir möchten jetzt die Heilsaussage von dir hören. Da gibt es, glaube ich, keine, aber ihr könnt auf jeden Fall Enklave lesen. Das wird uns der Wende näher bringen, denke ich, und dem Tag X. Sehr schön, das Wort nach dem Sonntag, nämlich am Montag. Stefan, hast du noch was beizutragen? Solltest du auf Also jeden Fall tun, Lesekreis ja. incoming, Freut mich für die Einladung. hä? Ich glaube, ich Gern werde mir dann morgen gleich Enklave bestellen, ja, wieder, richtig mal Bock jetzt. wieder oder beim nächsten Buch oder am nächsten 5D-Stammtisch. Ja, Sehr schön. nein, ansonsten fand ich richtig gutes Interview. Ja, besten Vielen Dank, Dank dass du nochmal, da dass du da warst. warst, Volker. Oder Und wir sehen uns zum nächsten ja, Mal. klar. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Neue Schwabenfunk. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Leute. Ja, ich würde auch sagen, 5D-Schach-Stammtisch. Ich setze in der Mikro hin, ja. Ciao.